Herzlich willkommen im neuen Video. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute zum Thema Treppen. Und ich weiß schon, was Sie jetzt denken. Treppen? Was für ein komisches Thema. Aber es geht natürlich nicht um solche Treppen, sondern um spektakuläre Treppen. Um Treppen, die das Emporschreiten zum Raumerlebnis werden lassen. Um Treppen, die Geschichten erzählen. Geschichten von einer Treppe, die zur Visitenkarte einer ganzen Nation wird. Von einer Treppe, die in einem ganz und gar nicht gewöhnlichen Museum durch den Berg hindurchführt. Und von einer Treppe, die von der Kirche direkt ins Schlafzimmer führt. Hier waren sie schon alle. US-Präsidenten, die Queen, Papst Johannes Paul II., der Schah von Persien. Als die Bundesregierung in Bonn noch ihren Sitz hatte, wurde Schloss Augustusburg für prachtvolle Empfänge genutzt. Hier gibt es nicht irgendeine Schlossstiege, sondern das prunkvollste Treppenhaus Deutschlands. Entworfen vom Star-Architekten der Rokoko-Zeit, Balthasar Neumann. Deutschland in der Nachkriegszeit. Vieles ist zerstört, da tut ein bisschen Glanz gut und Bonn ist nicht weit. Und so wird hier der Teppich ausgerollt, die Kerzen entzündet und alles mit Blumen geschmückt. Ab 1949 empfängt die junge BRD hier gekrönte Häupter und Präsidenten zum Staatsempfang mit Defilé im Treppenhaus. Und Balthasar Neumanns Treppe wird zur Visitenkarte eines ganzen Landes. Eine ganz andere Treppe. Roh und unverputzt, wir sehen die reinen Bohrkerne an der Wand. Und Sie würden ein solches Treppenhaus vielleicht in einem Industriebau erwarten. Dabei sind wir in einem Museum. In einem Museum, das durch den Berg hindurchführt. Damit Sie verstehen, warum das so ist, habe ich das hier mal aufgezeichnet. Da gibt es also den Rhein und an seinem Ufer einen alten Bahnhof aus der Belle Epoque. Dieser Bahnhof ist Teil des Museums, mit Museumsrestaurant und Sonnenterrasse direkt am Rhein. Hoch darüber, auf den Rheinhöhen, liegt der moderne Museumsteil, ein lichtdurchfluteter Bau von Richard Meyer. Das Problem war, wie verbindet man die beiden Museumsteile? Bahnhof und Neubau. Durch einen Tunnel, der 35 Meter in den Berg hineinführt und durch ihn hindurch nach oben. So entstand der eindrucksvolle Treppenschacht. In der Realität sieht das dann so aus. Man betritt das Museum durch den Bahnhof, geht unter den Gleisen hindurch, dahinter wieder hoch, in den Berg hinein und durch den Berg hinauf. Dort erwartet einen dann ein gigantischer Ausblick. Das Art Museum Rolandseck ist damit sicher einer der spektakulärsten Museumsbauten in Deutschland. Das beeindruckendste Treppenhaus eines Museums hat es auf jeden Fall. Musik.
Manche Treppen erzählen auch viel vom Alltag ihrer Bewohner, wie hier im Kloster Bebenhausen. Noch heute ist Bebenhausen ein romantischer und friedlicher Ort. Denn die Zisterzienser suchten sich für ihre Klöster immer ganz entlegene Täler aus. Hier nahm man es mit dem Ora et Labora, bete und arbeite, sehr genau. Sogar mitten in der Nacht mussten die Mönche zum Gebet anrücken, zur sogenannten Matutin. Um 2 Uhr nachts wurden sie geweckt und versammelten sich im Altarraum der Kirche. Und hier kommt nun unsere Treppe ins Spiel, denn sie verbindet praktischerweise die Schlafräume der Mönche direkt mit der Kirche. Denn wer um 2 Uhr nachts gebetet hat, der will dann auch auf direktem Weg möglichst schnell wieder ins Bett. Und wir haben bis heute eine Treppe, die uns noch immer vom Alltag der Zisterzienser erzählt. Unsere Reise zu den spektakulären Treppen geht zu Ende. Bleibt die Frage, wo wir hier eigentlich sind. Im Aussichtsturm mitten in den Weinbergen im Remstal bei Korb. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut. Ihr Johannes Rauser. Weitere Videos finden Sie auf unserem Heidegger-Kanal zu Kunst, Kultur und Orten, die man kennen sollte.